Hey Leute, willkommen zurück zu Dishonored, die Maske des Zorns. Gut, ich muss erst was sagen, und zwar, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, ich habe die Hauptmission schon zweimal beendet, also diese hier, die jetzt da vorne auf mich wartet. Das kann ich euch auch gerne zeigen. Ich habe hier das Achievement, leider, ihr seht es hier, Exkommunikation. Das Problem ist nämlich, ich war mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Ich habe es zweimal versucht, einfach so aus Jux und Dollerei. Aber ich wollte das dann nicht so weiterspielen, weil ich möchte es versuchen, ohne Tote zu lösen, dieses Spiel. Habe ich ja schon gesagt. Und deswegen werde ich euch jetzt hier die Alternative zeigen, für die man niemanden töten muss. Ja, man muss niemanden töten in dieser Mission, auch wenn es der Auftrag so will eigentlich. Ich höre, die Wache hat Schwierigkeiten, die jetzt. Ich kann jetzt nämlich Folgendes tun. Und zwar, ich kann entweder das Gift zu Campbell schieben, um ihn damit zu vergiften. Ich kann die beiden Gläser kombinieren, um beide zu vergiften. Oder ich kann die Gläser ausschütten. Das werde ich jetzt mal tun. Und mal sehen, was dann passiert. Gut, gut. Und ihre Nichte Kalista, nicht wahr? Und die Rune nehme ich natürlich auch noch mit. Sie wird auftauchen. Meine Männer durchkämmen einen Bezirk nach dem anderen. Das arme Mädchen. Kalista weiß sich zu helfen. Hat vermutlich ein sicheres Versteck in all dem Chaos gefunden. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melde ich mich sofort bei ihnen. Zeit für einen Drink. Ich hoffe, sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Kalista ist übrigens das Mädchen, das mir den Auftrag gegeben hat, nicht zu töten. Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Scheinbar habe ich nicht den richtigen. Der war es nicht. Nein. Zupft er den Schlüssel. Hier sind wir. Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht, ich auch nicht. Erst stirbt eine Hure und dann dies. Ein Wein, ein tyvianischer Roter. Danke. Was zum... Wer war hier? Entschuldigen Sie, Hauptmann. Ich hatte einen gastlicheren Empfang für Sie geplant. Tja, dann eben auf die harte Tour. Was war das, Gerte? Schon gut. Sie haben Glück, Hauptmann. Ich muss den wirklich guten Jahrgang öffnen. Lassen Sie Ihre Leute hier, sonst müssen wir mit Ihnen teilen. Nun gut, Campbell. Wenn wir unsere Meinungsverschiedenheit damit beenden können... Ja, da wollen wir noch mal sehen, was jetzt passiert. Ich weiß es noch nicht. Ich folge den beiden jetzt einfach mal. Ihr habt es nur gehört. Oberaufseher Campbell will Kerner unbedingt umbringen. Erst wollte er ihn vergiften. Das hat jetzt nicht funktioniert, dank einiger unvorhergesehener Ereignisse. Aber mal sehen, ob wir das nicht irgendwie ganz verhindern können, dass er ihn umbringen wird. Oh, da kommt eine Wache hoch. Verdammt. Ich kann den beiden noch nicht folgen. Was? Der hat mich... Ich dachte schon, der hätte mich gesehen. Ansatzweise. Ach man, geht doch weiter. Ich will den beiden folgen. Da unten ist ja schon wieder einer. Das gibt's ja gar nicht. Verdammt. Wie geht die jetzt? Okay, die gehen unten irgendwo rein. Ich warte jetzt. Ich will kein Risiko eingehen. Die haben die Schwerter gezogen. Warum das denn? Nee. Das ist nicht gut. Nee. So haben wir das nicht gemacht. Ausgemacht, Jungs. Wen suchen die denn? Ich hoffe nicht mich. Ich habe nichts getan, Leute. Nein, nehm ihn doch auf, Mensch. Ich glaube, ich muss die Jungs ausschalten, oder? Ja, komm, das reicht eigentlich. Die sind da unten, warte mal. Uah! Okay, das ging jetzt überraschenderweise gut. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich trage den auch mal da oben in die dunkle Ecke. Das war mir letzte Folge doch ein bisschen zu doof, dass die ihn entdeckt haben. Den da oben. Also ja, hinten in dem Gang hatte ich ja einen versteckt. Was? Was redet der da unten? Der ist subtil, der ist stark. Ja, macht's euch gemütlich, Jungs. Kuschelt mal ein bisschen. Soll helfen. Kalten Nächten. Aber ich krieg Fallschaden, das weiß ich jetzt zumindest. Das ist auch positiv, oder? Kann man so sehen. Kann man positiv sehen, das Ganze. Und nicht, dass die Tür jetzt verschlossen ist. Das wäre extrem doof. Das geht auch. Sehr gut.
Dann wollen wir mal schauen, dass die mir jetzt nicht so weit davon kommen. Was macht ihr denn da? Ah, Geheimschalter, so, so. Clever, clever. Ah, ich darf Kernow nicht töten, aber... Ich darf beide eigentlich nicht töten, wenn ich so überlege. Aber was soll ich tun? Erstmal speichern. Im Notfall muss ich ihn eben betäuben. Ach, Ihnen gefällt dieses Gemälde? Vermutlich ein früher Sokolov. Fast schon archaisch, wie die Pinselstriche sich auf die Leinwand stürzen. Wenn Sie das sagen, Krempel, mir fehlt da wohl das Auge für sowas. Zeigen Sie mir das Gemälde einer wilden Schlacht oder Jagd, dann... Ah? Er kriegt das nicht mit, dass ich ihn gerade wegschleppe. Ich danke Ihnen. Auch wenn ich Sie vermutlich festnehmen sollte. Sie sehen vertraut aus, selbst mit der Maske. Doch was soll's. Dieses Mal gehe ich meinen Weg. Und Sie gehen Ihren. Alles klar. Puh, dann habe ich das ja doch ganz gut gelöst, muss ich sagen. Dann war das wohl doch das Gute, das man erreichen kann. Das gute Ende dieser Quest. Naja, die anderen beiden zum Schluss, wie schon gesagt. Achso, wenn ihr wollt, dann lest es gerne. Aber interessant, dass er jetzt doch mein Freund ist. Oh, guck mal. Die Isometrie des, Oberaufsehers Thaddeus Campbell. Meins. 300 Münzen. Wow, das hat sich gelohnt. Elende Pfuscher in Coldridge. Lassen Kaufer einfach so entkommen. Wer weiß, was er jetzt anstellen wird. Hyrem, der Lord Regent, wie er jetzt genannt werden will, vertraut auf die Sokolov-Geräte, die sich überall in der Stadt befinden. Ich bin mir nicht so sicher. Wenigstens ist das Mädchen an einem sicheren Ort. Meine zwei Besuche pro Woche erlauben mir, die Einrichtung zu inspizieren, wie man so schön sagt. Immerhin ein Vorteil. Okay. Kaiserliche Dekorplatte. 150 Münzen. Nicht schlecht. Die hatten wir, glaube ich, schon. Die Litanei der Weißen Klippe. Ja, das hatten wir schon. Meine Mädchen. Campbell, ich weiß nicht, wie meine Vorgängerin damit umgegangen ist, aber wenn eins meiner Mädchen versucht, sie zu erpressen, schicken sie sie zu mir in die Golden Cat zurück, bevor sie ihre eigenen Pläne verfolgen. In den letzten 3 Monaten musste ich 3 Mädchen ersetzen und sie können mir sicherlich... Oh Gott. Und sie können sich sicherlich denken, dass das Geschäft der fleischlichen Liebe in diesem von solcher heimgesuchten Loch, das sie Stadt nennen, nicht gerade blüht. Madame Prudence... Ah, die Golden Cat, da erinnere ich mich dran. Da kommen wir, glaube ich, auch noch hin. Warte mal. Warum habe ich den Pfeil immer noch über ihm? Muss ich den jetzt irgendwo hinbringen? Was? Warte mal, ich will mal die Pfeile für Hörstuhl. Ah, ich weiß was. Ja. Okay, ich verrate jetzt mal nicht zu viel, aber... Oh, Ziel gerettet. Ich Achievement, Leibwächter. Alles klar, cool. Coole Sache. Wollen wir noch mal sehen, dass wir das hier zum guten Ende bringen? Och nein. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Abschaum. Wie ist denn jetzt? Die haben wahrscheinlich die Opfer gefunden. Verdammt. Ich wache zu mir! Och nee, warum ist der jetzt tot? Wollt ihr mich verkohlen? Der ist die Treppe runtergefallen und gestorben. Nö. Warte mal. Das gibt's doch nicht. Schnell. Ja gut, dann machen wir das schnell speichern. So ein Käse, hey. Der ist die Treppe runtergekullert und gestorben. Also, komm. Mal ehrlich, dann gebe ich mir solche Mühe. Und der Blödmann geht einfach drauf. Kerl. Das ist unglaublich. Nein, ich habe jetzt eine Idee, was ich mit ihm tun kann. Ihr habt's ja gesehen, der Verhörstuhl. Da könnte ich nämlich dafür sorgen, dass er als Ketzer gebrandmarkt wird, wenn ich es richtig anstelle. Aber mehr dazu, wenn ich dort bin. Ich will erstmal schauen, wo der hinläuft. Gut, der läuft woanders hin. Das
Das ist mir jetzt aber nicht zu gefährlich alles hier. Warum haben die anderen da oben entdeckt? Es ist wirklich schwer, eine geeignete Stelle zu finden, um die Leute hier artgerecht zu entsorgen, wie man so schön sagen kann. Ja, ich benutze gern solche Worte. Oh, schon wieder. Körno gerettet, sehr gut. Der ist jetzt eben erst rausgelaufen, oder wie? Aufpassen, hier schleicht jemand rum. Stimmt gar nicht. Das bildet ihr euch alles ein, meine Freunde. Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Beförderung. Nein, wirst du nicht, Kumpel. Du siehst mich erst gar nicht. Warte, ich zeig's dir. Ich bin hier nur am Leute rumtragen durch die Gegend, verdammt. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Waren das die drei Soldaten von dem... Na, ihr wisst schon. Von Körno? Der Hans da ist. Okay. Ich will ihn jetzt auf jeden Fall zu diesem blöden Verhörstuhl bringen, denn ich glaube, das wird dann der beste Ausgang der Quest sein. Also nicht unbedingt für den Kommandanten. Aber ich meine, immerhin bleibt er am Leben bei dieser Variante, die ich jetzt anstrebe. Bei den anderen beiden möchte ich jetzt keine Worte drüber verlieren, ehrlich gesagt. Ihr werdet es ja sehen. Am Ende des Videos seht ihr die Alternativen, wie man es auch machen kann. Ist zwar nicht immer die schönste, aber nichtsdestotrotz nicht weniger befriedigend. Ja, ihr werdet sehen, das ist lustig. Naja, werde ich übrigens öfter mal machen, wenn es euch gefällt. Ich weiß ja nicht, aber ich denke mal, so alternative... Eine Gasmaske. Was mache ich denn? Alternative Möglichkeiten sind immer interessant. Vor allem, weil ich keine Leute umbringe. Ah, seht mal, ja. Das Zeichen des Kettler. Bitteschön. Oh! Ich dachte, die kriegen das Ding auf die Stirn. Der haut eben das gerade mal übers halbe Gesicht. Aber Ziel neutralisiert. Das heißt, wir haben es geschafft. So oder so. Coole Sache. Nicht tödlich. Also können wir wirklich jeden auf... Das wurde mir schon ein bisschen gespoilert, aber ich habe es mir ehrlich gesagt auch schon gedacht. Weil in Deus Ex war es ja im Prinzip genauso. Man konnte wirklich das ganze Spiel durchspielen, ohne Menschen zu töten. Und das habe ich zumindest im dritten Teil dann auch so getan. Es war nicht wirklich schwer. Und ich habe es auch schwer gespielt. Naja. Sind das da unten alle wie... Aufpassen, ein Herumtreiber. Ja. Bleibt mal locker, meine Freunde. Ich bin gleich wieder weg. Ich will mich hier nur ein bisschen umschauen und vielleicht noch ein paar Schätze abgreifen. Und dann gehe ich schon wieder. Warte mal, ich will nochmal den Zwinger. Der ist nämlich hier. Und da wollen wir doch mal gucken, was es da noch für mich zu holen gibt. Oh. Da ist direkt einer. So, komm, du gehst erstmal schlafen. Ja, ich habe mich in den anderen Varianten umgesehen, aber habe mir dann im Nachhinein gedacht, nein, ich möchte es eigentlich doch nicht so handhaben. Und habe es dann nochmal geladen, um euch jetzt das hier präsentieren zu können. Aber hier am Zwinger war ich noch nicht so weit. Sind das Hunde? Ja, tatsächlich. Oh Mann, Hunde gibt's auch noch. Die können wahrscheinlich richtig gut sehen und hören und alles. Beuteversteck. Oliver, ich habe unsere gesammelte Beute im Verbrennungsraum versteckt. Sie befindet sich unter den toten Hunden, wo niemand danach sucht und wo sie niemand finden wird. Sieh unter den Geboten nach, um die Kombination für die Tür herauszufinden. Lügende Zunge, wandernder Blick und irrender Geist. Ich denke, du bist gläubig und schlau genug, um das Rätsel zu lösen. Burke. Warte mal. Ich habe doch Notizen, Bücher. Habe ich da nicht die 7 Gebote? Wo war das denn? Die 7... Warte mal, das 3. Gebot ist... Nee, keine Ahnung. Ah, warte mal, das 4. Gebot oder das 2. Gebot? Die lügende Zunge, das hatten wir. Die unsteten Füße. Nochmal. Lügende Zunge, wandernder Blick, das war die 2. Und irrender Geist. Warte mal, habe ich das nicht auch schon? Also 2 hätte ich schon mal, da müsste ich vielleicht ein bisschen rumprobieren eventuell. Und steht in Füße. Also 2. Ja, es ist jetzt ein bisschen doof, aber... Nee, leider nicht. Bist du gracious?
Aufzucht und Training. Ah, okay. Könnt ihr gerne lesen. So. Oh, das Wort kennst du nicht, wahr? Oh, 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 der kommt jetzt. Ja, der kommt hierher. Toll. Ich hoffe zumindest, dass er nicht hierher kommt, denn sonst kriegt er Bolzen ins Gesicht. Was macht er denn da? Mein Freund, wo gehst du hin? Oh, da kommt einer. Das war knapp. Die hätten mich beinahe gesehen da vorne. Ich weiß nicht, was für einen Entdeckungsradius die Hunde haben, aber ich will es ehrlich gesagt auch nicht rausfinden. Wahrscheinlich ist es so, wie Hunde eben nun mal sind. Die haben sehr gutes Gehör und sehr guten Geruchssinn, aber alleine vom Geruch müssten sie mich eigentlich hier unten nicht wahrnehmen können, wenn ich mir das so anschaue. Der Hans, da ist. Oh, Hund. Nee, nee, nee. Schläft der? Boah, das sind überall Hunde. Kranker Hund. Voracious ist krank. Oder Voracious. Ich besorge gerade Medizin für den Hund. Öffnen Sie in der Zwischenzeit nicht seinen Käfig. Er neigt zu Gewaltausbrüchen und würde dadurch die anderen Aufseher im Gebäude gefährden. Gezeichnet Hundeführer Worten. Der ist also krank. So, so. Dann lassen wir den mal lieber in Ruhe. Nee. Wenn du dich zeigst, werde ich milde. Ah, verdammt, warum treffe ich denn nicht? Verdammt normal. Ich hoffe mal, ich habe dich noch mehr alarmiert. Ich habe doch gesehen, dass sie da rumlaufen. Warum bin ich nicht aufmerksamer gewesen? Aber wie ich gesagt habe, die Hunde sind verdammt, verdammt aufmerksam. Also die sehen mich sofort. Wie der da liegt. Warte. Ja, der schnarcht ja auch. Und die Pfoten abgespreizt. Was ist das? Zwingeröffner? Das sieht aus wie so ein Dosenöffner. Ach, guck mal. Ja, wunderbar. Was haben wir da? Nicht diesen Hebel betätigen. Es ist von großer Wichtigkeit, dass Sie diesen Hebel nicht ohne meine Zustimmung öffnen. Käfig, nicht Hebel. Voracious ist krank und ziemlich temperamentvoll. Sollte sein Käfig geöffnet werden, kann es sein, dass er jeden angreift, der den Hundezwinger bewacht. Gezeichnet Hundeführer Worten. Okay, also D war das, glaube ich. Das werde ich nicht öffnen. Das ist E. Und ich habe den F-Hebel eingesetzt. Was? Diese, sind die tot, oder was? Ich glaube, die sind tot. Warte mal. Ich öffne den mal. Okay. Die sieben Gebote. Ah, sieh mal, da haben wir alles zusammengefasst. Schön. Umgib deinen innersten Geist mit diesem Leben und du wirst sicher sein. Mit diesen Geboten. Oh. Und du wirst sicher sein. Ja, ihr habt es vorhin gesehen, es ist schon nach 11 und ach, müde. Die sieben Gebote sind unsere Grundregeln, gelehrt und durchgesetzt von Aufsehern auf allen Inseln. Auf diesen Geboten entspringen alle Regeln, soziale Normen und Vorstellungen über den Kosmos. Warte mal. Lügende Zunge war erstes, das war 2. Wandernder Blick war zweiter, das ist 1. Und irrender Geist sind 217. Perfekt. Naja. All diese Verhaltensweisen müssen kontrolliert werden, um das Herz frei von feindlichen Einflüssen zu halten. Sie sind die Pfade, die zum Outsider führen. Ach, ihr mit eurem Outsider, die haben hier richtige Paranoia. Das ist das, was er mir ja schon anfangs gesagt hat. Das Houndcage-Release. Nein, das werde ich nicht machen. Ich denke, das ist keine gute Idee. Ach, diese verdammten Hunde. Kann ich die überhaupt bewusstlos würgen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal, 2, 1, 7. Das ist nämlich das Hound Disposal. Und? Ja, sehr schön. Nee, nee, nee. Blöden Kattenviecher. Die greifen mich gar nicht an. Was? Okay. Ah, da ist das. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir doch. Das lobe ich mir doch. Immer schön aufmerksam sein und man findet Schätze. Warte mal, ich mache hier einen Quicksave. Ja, ich werde mir jetzt ab und zu mal wieder einen Quicksave erlauben. Ach, der ist im Käfig. Na, Hundi. Lass nicht raus, hä? Wird mir stinken. Aber ich glaube, das war's soweit, weil da vorne kann ich mir denken, dass ich wieder auf den Hof rauskomme. Ja. Blutwurst. Ja. Dann seht ihr mich halt. Das ist mir doch egal. Ich bin eh nicht raus.
Eure Herrchen sind schon lange nicht mehr da. Kann ich die nicht... Verdammt, ich will wissen, was da liegt. Wahrscheinlich eine Geldbörse, oder? Ah. Ja, ja. Mach mal locker, Kleiner. Ein Beutel und Kupferdraht, sehr schön. Macht doch mal nicht so einen Alarm hier, Freunde. Ich geh ja schon. Da ich jetzt eh schon entdeckt wurde und das Geist-Achievement wahrscheinlich vergessen kann für diese Mission, ist es mir eh egal. Leute. Oh. Nö. Die fressen die Wachen auf. Diese dreckigen Ratten. Na okay, ich habe keinen umgebracht. Das waren die Ratten. Ihr habt es alle gesehen. Ja, scheinbar machen die da auch nicht vor ohnmächtigen Leuten Halt. Und die wachen auch nicht auf davon. Also ich würde davon aufwachen, wenn mich eine Ratte auffrisst, glaube ich, denke ich. Ich weiß ja nicht, wie stark dieses Betäubungsmittel ist. Da ist da immer noch ein paar Labern, oder? Das sind zu viele. Sieht nach einem Herumtreiber aus. Soll ich es riskieren, irgendwie da was zu starten, von wegen mit Betäubungspfeilen drauf zu schießen? Ich möchte ehrlich gesagt nicht. Aber ich kann mir denken, dass hier überall noch was liegt. Warte mal. Ich werde speichern. Das kann nicht sein. Was kann nicht sein? Was ist das denn hier? Sind das Urnen mit Asche drin? Die stellen die einfach so hier auf? Das ist ja nett. Sehr pietätvoll, muss ich sagen. Schnapp ich mir. Ne, wenn er nicht unbedingt jetzt hier langläuft, das wäre nämlich extrem uncool. Uncool, mein Freund. Halt! Stipp! Ich brauch... Du brauchst gar nichts. Verdammt. Was? Rennt hier hin? Der rennt einfach weg. Okay. Ist der jetzt hier raus? Na gut. Dann rennt er halt einfach mal weg. Helf mir! Ach, du bist gar kein Soldat. Ich verstehe, du bist ein normaler Bürger. Naja. Ah, Geld. Ja, das mache ich doch. Mein Bitte! Geld. Ach, hör auf zu schreien. Wahrscheinlich schreist du noch weiter rum, deswegen mache ich das einfach mal so. Tut mir leid, auch wenn du nicht mein Feind bist. Achso, nochmal die 7 Gebote, okay. Naja, dann würde ich sagen, wir sind soweit hier fertig, oder? Ich habe die optionale Mission erledigt. Ich habe den Oberaufseher gebrandmarkt, nicht getötet. Was soll ich denn jetzt hinpacken? Macht das überhaupt noch einen Unterschied? Was da? Das sah aus wie Geld. Ich sehe hier nur noch Münzen überall. Wenn was Kreisförmiges auf dem Boden liegt oder einen Schatten wirft, dann sind es Münzen. So. Na, wo fliegt er denn hin? Hier abgelegt. So, hier mal kuscheln zu deinem Freund. Aha, okay, zum Hinterhof geht's ja noch. Ja, würde ich sagen, wir gehen zum Hinterhof. Schauen wir mal, was dort noch... Warte mal, habe ich überhaupt alles geholt da drin? Ich will nochmal zurückgehen. Ich habe das Herz ja gar nicht gecheckt. Ah, verdammt, 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 verdammt. Nein, sieht so aus, als hätte ich alles geholt. Gut. Nein, dann können wir doch zum Hinterhof. Geh. Okay. Aber hier habe ich ja was gesehen. Knochenartefakt. Eine Rune und noch ein Knochenartefakt. Okay, die hole ich mir natürlich. So, mein Freund, ich muss dich mal kurz ein bisschen würgen und dann auf die Schulter mit dir. Hier sieht es aber ziemlich leer aus, oder? Bisher ist hier nichts. Und sie sehen nichts. Kann ich den denn richtig hier unten reintragen? Natürlich. Liebe Rattis, ich hoffe, ihr fresst diesen armen Mann nicht auf, denn dann wäre ich euch ziemlich böse. Ihr müsst euch wieder zacken. Oh, da ist einer. Der hat einen Hund dabei. Ach nee. Ja, da ist ja noch einer. Mit Hund.
Ich habe keinen Bock, mich mit diesen Typen anzulegen, wenn die Hunde dabei haben. Nee, lass mal. Die Hunde, die sind ganz schön gefährlich. Ihr habt's gesehen. Die sehen mich von weitem schon. Was haben wir denn hier alles? Ich will dieses Knochenartefakt. Das ist ja noch ein Hund. Menno! Kein Bock auf euch. Okay. Oh, dort ist Samuel. Oder? Ach da ist er ja. Samuel. Okay. Das ist das Knochenartefakt. Kann ich da runterspringen oder ist das nicht so gewollt? Ich mach's einfach. Lalala, aber. Ach, sieh mal. Bitte hört mich nicht. Dankeschön. Ah, da haben wir's. Was ist das? Rattengeruch. Was ist denn mit dem los? Hört sich ja köstlich an. Was haben wir denn? Rattengeruch. Ratten greifen dich nur an, wenn du dich in ihrer unmittelbaren Nähe aufhältst. Das ist cool. Da würde ich sagen, ich mache das weg und nehme das dafür. Was nehme ich denn? Beherrschung. Ich habe 5 Runen. Eigentlich könnte ich ja mal wieder was skillen, oder? Ich würde sagen, ich nehme Teleportieren, oder? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich will mal gucken, was mir das bringt nochmal. Glaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Macht selbst... Ja gut, das ist ja eigentlich das, was ich jetzt schon habe. Und Teleportation ist über längere Entfernung. Ich würde sagen, ich nehme Teleportation 2 und Beweglichkeit. Das ist doch eigentlich genauso meins, weil, wie ich halt spielen will. Mal sehen, kann ich jetzt... Das ist ja Hammer. Wie hoch kann der jetzt springen, der Junge? Nicht schlecht. Da freue ich mich doch. Oh, der Outsider. Wenn ihr wollt, wie immer lesen. So. Alles klar. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind... Warte, was ist das? Beutel. Nehme ich noch mit. Ich würde sagen, wir sind leider schon wieder an der Maximallänge angekommen, die ich immer so anstrebe. Schaltet noch nicht ab, es gibt noch die Alternativwege, wie man den Oberaufseher besiegen kann oder beziehungsweise die Mission erfolgreich beenden kann. Wenn ihr wollt, schaut es euch doch an. Wenn es euch gefallen hat bisher das Video, gebt doch gerne einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich sage schon mal bis zum nächsten Mal mit Dishonored, die Maske des Zorns. Scheinbar habe ich nicht den richtigen. Der war es nicht. Ah, hier sind wir. Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht. Erst stirbt eine Hure und dann dies. Ein Wein, ein tyvianischer Roter. Danke. Nun, zum Geschäftlichen. Was ist Ihrer Meinung nach gestern Nacht passiert? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Meine Männer, ihre Aufseher, einige professionelle Damen, vielleicht etwas zu viel Bier. Ein Streich mit einem entflohenen Huhn und 10 Minuten später gibt es in der Trevor's Alley nur noch Blut und Elend. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Halt, da ist. Immer mit der Ruhe, mein Lieber. Mir geht es gut, Colonel. Hab sie den falschen Hals bekommen. Nun zu diesen Aufsehern. Die mindestens so schuldig sind wie meine Männer, wenn nicht noch mehr. Aber meine Aufseher haben einen Ruf zu verlieren. Ich kann ihnen nicht erlauben, sie... Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wer hat das getan? Was ist los? Wovon reden Sie? Keine Zeit. Hören Sie zu. Sie müssen dem Lord Regenten auftragen, das Schwarze Buch zu verbrennen. Verstanden? Verbrennen! Das Schwarze Buch? Was meinen Sie? Sagen Sie es ihm. Warnen Sie sie. Und dann möge die Seuche sie holen, sie unfähiger Nichtsnutz. Ich konnte sie nie leiden. Campbell? Oh. Er ist tot. Wachen! Wachen! Sofort hierher! Scheinbar habe ich nicht den richtigen. Der war es nicht. Nein. Ah, hier sind wir. Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird.
Ich warte. Hierher!